Willkommen zu einem neuen Let's Random. Wie man schon erahnen könnte, wenn man jetzt auf das Bild guckt, es geht um Portal. Und noch etwas an Portal. Also Portal generell ist ein Denkspiel. Mit anderen Worten, man löst Aufgaben in Testkammern. Nun ja, ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr ganz so in Testkammern. Aber darf ich mir nicht zu viel vorwegnehmen. Ach, übrigens, noch eine Sache. Diese Radios hier sind mehr als nur normale Radios. Damit kann man insgesamt 25 versteckte Nachrichten empfangen. Natürlich sind die über dem gesamten Parcours versteckt. Aber wir tun jetzt erstmal das Radio. Okay, passt nicht ins Klo. Aber dennoch, man sieht hier. Ja. Okay. Das sind wohl alle möglichen Gefahren, die es hier gibt. Sekunde. Ah ja. Eine kleine Stromschwankung. Ach, wir nehmen mal unseren Kaffeebecher mit. Kann ja nie schaden. Ach, übrigens. So erschafft man Spiegel. Man kriegt selbst auch noch eine Portal Gun, allerdings nicht sofort. Und die Portal Gun kann auch erstmal nur blaue Portale verschießen. Die muss man dann noch etwas upgraden. Nun, wie man sieht, hier das erste Puzzle. Also, die erste Aufgabe. Leicht, wie man es gewohnt ist. Wir stellen kurz unseren Kaffee beiseite. Und legen den Cube. Den Whitehead. So. Und so. Ja, man sieht hier schon sehr schön den Emotionsbrutzler. Der Emotionsbrutzler, also diese Barriere hier, zerstört alle nicht-organischen Gegenstände. Das ist übrigens auch ein Teil des Mythos, was der Companion Cube eigentlich ist, weil man mit dem Companion Cube nicht durch so etwas durchschicken kann. Deswegen gibt es da so die Vermutung, dass GLaDOS eventuell ihre vorherigen Testobjekte da drin entsorgt hat. GLaDOS ist übrigens der Computer, der das hier alles am Laufen hält. Und wen die Hintergrundgeschichte interessiert, der hier auch alle Leute bis auf den Redman umgebracht hat. Mit Giftgas, also mit Nervengas oder wie auch immer. Und jeder, der es überlebte, musste als Testsubjekt herhalten. Ach, die schöne Kaffeetasse. Nun gut, auf jeden Fall, das ist eigentlich das Konzept von Portal. Das Gute daran ist noch die Geschichte und natürlich auch noch die kleinen versteckten Sachen. Sind auch noch ganz nett. Nun denn, bleibt noch irgendwas zu erwähnen? Genau, es gibt ja noch den zweiten Teil. Und, so viel verrate ich schon mal, der kommt morgen dran. Eigentlich wollte ich jetzt ja ein anderes Projekt übrigens bei Let's Random machen und das bockt irgendwie gerade im Moment. Naja, aber man kennt's ja, sobald man irgendwas aufnehmen will, oder beziehungsweise sobald man irgendwas spielen will, nein, tut mir leid, geht nicht. Hier müssen wir nicht raus. Und hier müssen wir raus. Warten, bis sich das Portal öffnet. Den Kubus mitnehmen. Warten, bis sich das Portal öffnet. Den Kubus ablegen. Und nochmal durch. Warten, bis sich das Portal öffnet. Und weiter. Tada! Ja. Das wär's eigentlich. Ach übrigens, eine Sache noch. Und zwar das Letzte, was ich zu diesem Spiel hier sage. GLaDOS Kommentare an sich sind natürlich auch immer ein paar Lacher wert. Naja, nicht immer, aber GLaDOS ist eigentlich schon eine sympathische Bösewicht-Computer, was auch immer. Was sie genauer ist, wird im zweiten Teil erklärt. Und darum geht's ja morgen, aber da will ich auch nichts vorwegnehmen. Und weil ich hier auch nicht so viel zu wegnehmen will, sage ich bis zum nächsten Mal. Ariados!